Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich, meine Frau und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Und los geht's mit Let's Play Fallout 4. Ich heiße euch herzlich willkommen hier im Charaktererstellungsmenü. Und ich werde mir jetzt einen schönen Charakter zusammenschustern, der vielleicht ein bisschen mindestens so aussieht wie ich. Ich weiß noch nicht, wie gut das klappen wird und ob das überhaupt klappen wird, wer weiß. Das werde ich euch allerdings nicht hier zeigen, denn dafür werde ich einen extra gesonderten Part machen. Ich werde das also aufnehmen. Aber eben, wie gesagt, euch nicht hier einfach zeigen, deswegen, würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn, also in dem Part hier sehen wir uns wieder, wenn der Charakter fertig ist und wenn euch interessiert, wie ich das gemacht habe, dann geht einfach einen Part zurück in Part 0 und guckt es euch da an, also, bis gleich. Ja, würde ich sagen, erledigt. Dann können wir ja Charakter bestätigen, natürlich. Wenn mir noch irgendwas auffallen würde, während wir spielen, werde ich das auf jeden Fall noch ändern. So, und jetzt gucken wir doch erstmal. Gucken wir uns mal so ein bisschen um hier. Was haben wir denn hier? Das soll Codsworth erledigen. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Boah, warum ruckelt das denn hier so komisch, wenn ich mich umgucke? Abraxo, wenn's richtig sauber werden soll. So. Guten Morgen, Sir. Codsworth. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Nice. Danke, Codsworth. Natürlich, Sir. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Ja, erstmal einen Schluck Kaffee. Was haben wir denn hier noch so? Achso, das war Codsworth, der mir angezeigt wird. Okay. Codsworth. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Korn. Das klingt nach einem Stinker. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Codsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Wie kann jemand so Kleines nur so viel trinken? Nuka-Cola, eiskalt. Oh, die Milch wurde geliefert. Saddle Up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität.
Ja, Salisbury Steak ist schon echt gut. Die gibt's ja auch in echt. Ach, Vasen und ein Globus. Was haben wir denn hier noch alles so? Den Hund finden wir wohl nie wieder. Vermutlich nicht, nein. Was haben wir denn hier noch so? Zuckerbomben. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Es hat geklingelt, aber nein, wir werden noch nicht aufmachen. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Wäre ja blöd, wenn wir einfach aufmachen würden. Heute Nachmittag werden die Boston Sultans versuchen, ein paar Homeruns zu erzielen. Angeführt von Star-Pitcher Matt the Missile Murtaugh steht Boston Texas gegenüber und hat... Komm schon, mach einfach auf, dann sind wir ihn auch schnell wieder los. Ja, ich bin schon zufrieden mit unserem Charakter so. Ist vielleicht ein bisschen zu muskulös geraten, der Kerl. Aber egal, ich bin ja auch ziemlich groß, deswegen passt das schon. Was haben wir denn hier noch so alles? Schatz, kannst du an die Tür gehen? Ja, gleich. Der kann noch warten. Nein, in den Sessel setze ich mich jetzt nicht. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Die guten alten USA. Und eine andere Flagge, diese USA hier. Weil, aus Gründen. Krieg bleibt immer gleich. Da ist was dran. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Ach ja, was haben wir denn noch so alles? Ein Teddybär. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Sollten wir das Ding das nächste Mal signieren lassen. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber schon wächst er schon noch rein. Schatz, kannst du an die Tür gehen? Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Oh, you're special. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Das Buch kennen wir doch. Den Boden nachher. Schatz, kannst du an die Tür gehen? Das Lied kennen wir auch noch. Was haben wir hier? Blast Radius. Don't be bored, Games Company. Der Name ist cool. Was haben wir hier noch? Sonst leider nichts. Okay. Ja, komm, dann gehen wir halt mal an die Tür. Ja. Wollen wir den Mann mal nicht so lange warten lassen? Guten Morgen. Ich komme von Vault-Tec. Nein, wirklich. Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Eile? Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist, unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Genug Platz? Bin beschäftigt, verschwinde, klingt gut. Genug Platz? Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher, aber sicher.
Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Okay. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann... Na, so haben die das gemacht. Ich habe mich schon gefragt, wann wir unsere Special-Attribute einstellen. Na gut, aber ich weiß schon ungefähr, was wir nehmen werden. Glück auf 3, Intelligenz auf 5, Beweglichkeit auf 5, Charisma auf mindestens 4. Moment, Intelligenz beschreibt... Ah genau, ich kann erstmal alles vorlesen. Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision im VATS. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Genau, und da brauche ich nämlich ein bisschen mehr drauf. Ausdauer. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überredungskünste und verbessert Preise beim Handeln. Lassen wir auf jeden Fall auf 4. Intelligenz. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Ja, Intelligenz ist lustigerweise hier nicht mehr so wichtig, weil man eben nur mehr Erfahrungspunkte erhält. Aber ob man jetzt langsamer levelt oder schneller levelt, spielt nicht so eine riesige Rolle. Aber der Wert Intelligenz wird vermutlich später noch ein bisschen interessanter oder so, würde ich jetzt spontan sagen. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Ja, Beweglichkeit reicht eigentlich auf 4. Wir können lieber noch einen mehr auf Wahrnehmung gehen. Und deswegen, ich werde jetzt noch einen sehr ausgeglichenen Charakter bauen, weil es ist blöd, wenn man am Anfang zu wenig Intelligenz hat oder zu wenig von den anderen Sachen. Man sollte so ein bisschen das Gleichgewicht am Anfang halten. Glück ist halt nicht so ein wichtiger Wert. Glück zeigt, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt deine Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Ist am Anfang vermutlich noch nicht so wichtig, können wir jetzt erstmal noch so auf 3 Punkten lassen. Stärke auf 4. Ich würde Stärke eigentlich lieber auf 5 setzen, aber... Ja, ich weiß nicht. Was könnten wir denn noch runtersetzen? Wahrnehmung. Nee, Wahrnehmung muss auch so bleiben. Ja, das ist schon eigentlich ganz gut so. Wie gesagt, viel Stärke werden wir eh nicht brauchen. Das ist nur, wie viel man tragen kann und wie viel Schaden Nahkampfangriffe verursachen. Da ich eh nicht viel auf Nahkampf gehen werde, lassen wir das mal so. Tja, erzähl was über dich. Walltech muss wissen, welche Art Bürger du bist, um für deine Zufriedenheit zu sorgen. Tja, wie werde ich mich nennen? Ich habe mir überlegt, wir nehmen was ganz Langweiliges. Wir sind einfach Tim Vane. Weil Tim mein Vorname ist und Vane mein Spitzname für Let's Plays und sowas. Deswegen würde ich sagen, wir nennen uns Tim Vane. Das klingt auch cool so, Tim Vane. Ja, ist voll cool, ja, voll bosshaft und so. Nein, ich würde sagen, Tim Vane, das klingt ganz gut. Und wie gesagt, mit den Werten bin ich auch so zufrieden. Erstmal einen recht ausgeglichenen Charakter und dann eben jetzt im Laufe der Zeit die Sachen ein bisschen hochtreiben und dann sollte das schon ganz gut werden. Ja, ja, das würde ich sagen, das ist okay so. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Ja. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Noch mal eben was umstellen, tut mir leid. So. Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Du hast Cotsworth gehört. Los. Na gut. Ausnahmsweise. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Was dann? Und was sollen wir dann tun? Sir, Ma'am, das sollten
nicht mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Irgendwas ist passiert, auf jeden Fall. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unseren Partnersendern scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Wir müssen zum Vault. Was für ein Zufall, dass das ausgerechnet jetzt passiert. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 100. Wir bleiben lieber mal hinter ihr. Weil ich muss ehrlich zugeben, ich will sie jetzt nicht hier so alleine rumlaufen lassen. Alles gut. Ist doch egal. Hilf mir einfach, alles wieder einzupacken. Bitte am Tor melden. Wenn Sie am Programm teilnehmen, kommen Sie rein. Das ist absurd. Alter. Ich bin nicht auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Sie können mich nicht schießen. Das bin ich, melden! Im Programm, dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach... Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay. Oh Gott sei Dank. Viel Glück, Sie beide. Folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Holy shit. Die Frage ist ja, was geht hier überhaupt gerade ab? Wir müssen Sie runter in den Vault schicken. Treten Sie bitte auf die Plattform! Treten Sie bitte auf die Plattform! In die Mitte! Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Oh Gott! Holy shit, da hat uns einfach mal die Atomexplosion erwischt. Krasse Scheiße. Vor allem der Typ von Voltec war gerade eben noch da. Und sofort geht alles vor die Binsen. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es Treppe nicht. Hoch. Eine Minute später. Nein, und wir wären alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Na los, komm, Nora. Bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Oh, das Licht blendet ein bisschen. Einfach hier entlang, bitte. Hier. Männlich. Männlich. Weiblich. Hier entlang, bitte. Gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie sich einen Anzug. Rein Routine. Willkommen. Nehmen Sie sich dort einen Anzug. Einfach hier entlang. Danke. Da vorne, bitte. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt. Hier entlang. Da vorne. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Hey, der hat einen Pip-Boy am Arm. Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer bitte, fortschrittlichen Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Holy shit. Ist aber eine ziemlich komische Vault, muss man mal dazu sagen. Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Aber Voltec wird stets für Sie da sein. Sie werden sich hier wohl... Passt prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Also? Hey, kommen Sie mit. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Dekontaminierungskapsel. Papa ist doch da. Siehst du? Schatz. Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Oh Mann. Da ist Na gut. Er, siehst du? Dann wollen wir mal, ne? Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen.
Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2, 1. Manuelle Steuerung initiiert. Hexenschlag beendet. Die haben einfach unsere Frau getötet. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Alter, ernsthaft? Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen. Wie krass einfach. Warum sollte Vault-Tec das tun? Sag doch keiner, dass das Vault-Tec war, mein Freund. Sag keiner, dass das Vault-Tec war. Da vorne ist ein Punkt. Okay, da kommen wir aber nicht durch. Kommen wir hier rein? Hier kommen wir rein, wunderbar. Gibt's hier irgendwas? Noch ein Vault-Anzug, einen sauberen. Einen neuen Vault-Anzug. Und ein Sicherheitsterminal oder was? Ne, Überwachungsterminal. Was haben wir denn hier? Kryoanlage. Kryoanlage offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückung und festgestellt. Steuerung deaktiviert. Lebenserhaltungssysteme. Lebenserhaltungssysteme offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle ferngesteuerte Überbrückung festgestellt. Steuerung deaktiviert. Okay. Kapselinsassenstatus. Kapsel B1, Mr. Di Pietro. Kapsel B2, Cindy Coffran. Kapsel B3, Mrs. Whitfield. Kapsel B4, Mrs. Coffran. Kapsel B5, Mrs. Whitfield. Kapsel B6, Mr. Coffran. Insassenstatus, verstorben. Todesursache, ersticken aufgrund Versagens der Lebenserhaltungssysteme. Oha. Achso. Verstorben, ersticken durch, ja, Aussetzen der Lebenserhaltungssysteme. Verstorben. Erstickung. Verstorben. Ersticken. Verstorben. Erstickung. Verstorben. Erstickung. Krass, die sind einfach alle erstickt. Die Leute, die hier drin sind. Haben wir nicht auch so ein Terminal vielleicht hier irgendwie? Dass wir mal sehen können, wie wir...
wie die hier alle heißen, die Leute. Kryoanlage, offline, vorzeitiger Abbruch, okay. Lebenserhaltungssysteme, selbe wie an der anderen, Kapselinsassenstatus. Leah, Mrs. Callahan, Mr. Callahan, Mr. Abel, Mrs. Abel, Nora und Sean, Kleinkind, Tim Vane, Mr. Russell. Okay. Ungültig. Ja, die ist leer. Mrs. Callahan, verstorben, Erstickung. Mr. Callahan, verstorben, Erstickung. Mr. Abel, verstorben. Ersticken aufgrund Versagens der Lebenserhaltungssysteme. Mrs. Abel, ersticken. Nora, unbekannt. Manuelle Überbrückung der Kapseltür aktiviert. Okay. Tim Vane, unbekannt. Ferngesteuerte Überbrückung aktiviert. Mr. Russell, verstorben. Todesursache, ersticken aufgrund Versagens der Lebenserhaltungssysteme. Ja, krass. Naja, bei uns ist unbekannt, deswegen... Na gut, gucken wir mal weiter. Hier gab es ja nichts. Gucken wir mal, ob wir einen Ausgang nach draußen finden. Ich hoffe es mal. Warum zittert das Bild denn so komisch? Irgendwie sieht das ganz komisch aus. Ich weiß auch nicht, warum. Dialoguntertitel machen wir übrigens mal ein. Habe ich jetzt total vergessen. Schwebende Markierung zeigen an. Ist ja klar. Und wir machen mal schnell speichern. Besser jetzt als nie, ne? Was haben wir denn hier alles? Oh, Stimpak. Was haben wir hier? Abgenutztes Klemmbrett und Zigarette brauchen wir nicht. Zigarrenkiste brauchen wir auch nicht. So, ich habe das Spiel schon mal kurz angespielt, deswegen sind die Sachen hier für mich alle gar nicht so neu. Auch die Neuerungen zum Beispiel sind nicht neu. Schlagstock. Cool. Das können wir Leuten auf die Fresse geben. Wenigstens etwas. Die Neuerungen sind, wie gesagt, deswegen für mich gar nicht so neu. Auch das Kampfsystem und sowas ist für mich jetzt nicht so neu. So kann man einen festen Schlag machen, der AP verbraucht, und so kann man halt einfach einen ganz normalen, schwachen Schlag machen. Also, tastentechnisch könnt ihr sowieso nicht sehen, was ich gerade mache. Aber es sei so viel gesagt, ich spiele es ja an der Xbox. Ich spiele es ja mit Xbox-Controller am PC. Und diese Red-Kakerlaken sind sowieso mit einem Schlag tot. Kakerlaken? Was zum Teufel? Ja, das sind dieselben Cockroaches wie noch zu Fallout 3 Zeiten. Zumindest schätze ich das mal. Die sehen zumindest sehr ähnlich aus. Waschbecken. Es ruckelt so komisch, wenn man so rüber guckt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Kochplatte. Genau, ich nehme eine Kochplatte mit. Warum auch nicht? Freizeitterminal. Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Top 10. Rick, Tim, TGM, Sei, Scuvo, TLM, TCL, TTT, SDT und QQQ. Worum geht's denn? Band abspielen. Lade Holoband. Ach, das ist... Ah, natürlich, das ist dieses Donkey Kong Spiel. Nein, wie geil. 25, how high can you get? Diese Musik auch dabei. Großartig. Hinten gibt's so einen Helm. Was macht denn der Helm? Ah. Das ist also sowas wie der Hammer im Originalen. Ach, die Steuerung ist ganz komisch. Aber die ist genauso komisch wie früher auch. Bei dem Spiel. Ach, wie geil, ey. Kann man hier jetzt zocken oder was? Na komm, kletter hoch. Ah, na toll. Ich lande natürlich auf diesem Scheißfass. Knackt. Dankeschön. Na komm.
Ich lag schon wieder auf dem Fass. Mann, das ist total doof. Ich muss das zu schaffen sein. So, jetzt hoch da. Geht doch. Wir haben zwar keine Leben mehr, aber egal. 75 Meter. Ach toll, diesmal sterben wir also, wenn wir hier hinkommen. Na klasse, Game Over. 7700. High Score. Play again. Quit Game. Dankeschön. Oh, das ist ja cool. Vielleicht kann man das auch mitnehmen. Da müssen wir nachher nochmal gucken. Man hat das ja schon gesehen auf der E3-Preview, dass man hier auch Spiele spielen kann. Auf dem Pip-Boy. Und das wäre natürlich cool, wenn man das Holoband dann einfach mitnehmen könnte.